Herzlich willkommen vor dem Super Duper Mart und Doggy hat gerade was gefunden. Dogmeat, oh, Vortriebsgeld, toll. Ein Stuhl. Ja, wir gehen heute ein bisschen auf Erkundungstour und Ressourcen und Munition sammeln. Ich habe in der Zwischenzeit so ein bisschen weitergespielt. Oh. Da draußen sind irgendwo Gegner. Oder auch nicht, okay. Okay, hier ist eine... Gucken wir mal, was wir hier in der Bank finden. Kriegen wir das Terminal gehackt? Sicherheitssteuerung. Tür öffnen. Türen werden geöffnet. So, gehen wir auch mal wieder in den... Ja. Die Reserven hat schon jemand hier hinten rum durch die Wand geholt. Aber ist nicht weit gekommen mit dem Vorkriegsgeld. Auf dem Gebäude hier sind welche. Ah, coole! Okay. Ich hasse die Viecher. Ach Gott. Die sind viel zu hektisch und schnell geworden. So, alles mitnehmen. Nur ihre scheiß Anwesenheit verstrahlt uns. Den Code kann ich nicht knacken. Oh, Hacker-Skill zu schlecht für. Ein Löscher. Ein gestürzter Fußboden. Beruhig dich, Dogmeat. Rüstungswerkbank. Aber nichts Brauchbares in der Nähe. Wie zurück dazu kam, Sachen zu sammeln und uns jetzt hier auf so eine Art Versorgungstour zu begeben, ist, dass wir, so ein bisschen Solo gespielt habe und dann so ein bisschen die Gegend erkundet habe. Deswegen haben wir auf der Karte auch ein, zwei neue Punkte, wo ich weiß, wo wir auch unbedingt nochmal hin müssen. Wo wir eh irgendwann hingegangen wären, aber ich habe die Orte nur erkundet, ich bin nicht so weit rangegangen, dass wir drin waren. Ach, wir sind atomares Scheißgewitter. Und dann wollen wir mal in den Super-Duper-Markt und schauen, was da drinnen so abgeht. Yo. Überfallen wir den Supermarkt wie richtige Gangster. Wir sind ein echter Gangster, wir überfallen einen Supermarkt. In einem Strampler. Jetzt wollte ich mir gerne die Nase putzen, jetzt habe ich kein Taschentuch mehr. Ich würde gerne den Protect One aktivieren. Hey du, wo ist dein Terminal? Schimmliges Essen. Es leben bestimmt noch so einige von den Ghoulen. Ah, Terminal. Bla bla bla. Gott. Most. Ads. So, brechen wir mal ab. Und dann versuchen wir es neu. Und dann müssten wir, glaube ich, wieder von Anfang an alle Möglichkeiten haben.
Sehr schön. Lies. Tiny. Geschafft. Ah, Ratten waren's. Safe-Steuerung. Schloss deaktivieren. Schließ mich an, das muss deaktiviert. Sehr schön. Jetzt noch den Protektor an. Persönlichkeitsmodus wählen. Standard. Dann hoffen wir, dass er hier durchläuft und alles richtig macht. Aktivieren. Sehr schön. Ich schütze und diene. Ich schütze und diene. Ja, leg mal los. Ja, ein Bleistift im Popo. Oh, da hinten haben wir noch Nuka-Cola. Böser Ghoul. Und noch die gute leuchtende Quantum. So, hätte sich das Ghoul-Problem auch erledigt. Zumindest fürs Erste. Instant-Püree. Schramm. Ob die noch gut sind? Aber riesig sind die. Huch. Ja, die Zuckerbomben werden niemals schlecht, das haben wir ja schon damals erfahren. Boston Bugle. Kartoffelchips, ja, die werden wahrscheinlich auch hinüber sein. Kronkorken, Hartlammer Dose. Vertrockneter wilder Ghoul. Oh, ja. War halt Halloween zu der Zeit, als es losging. Das ist bestimmt eine uralte Kaffeemaschine. Oh, das ist ein harter Kopf gewesen. Gott, mich die in den Kopf abgebissen. Den Arm abgerissen. Und wie in den Kopf abgeschossen. So. Bösen Ghouls. Also der Protektor, der hier durchläuft, ist semi-hilfreich. Scheiße, ist sie sauber. Okay, hier im Lager ist auch nichts mehr. Danke, Doc, dass du die Tür aufmachst und mir voll Panik reinjagst. Huch. Ich bin immer zu wild mit den Sachen hier.
Nee, dann... Na? Das wär's. Also Granaten-Molotow-Cocktails sind nicht zu unterschätzen. Sollten wir öfters benutzen, so ein Zeug. Mehr gibt's hier nicht. Baustrahler, toll. Ah, Fusionszellen. Josh Soloband. Kommst du denn schon wieder her? Mit einer Schrotflinte vor diesem Ghoul und schießen völlig daneben. Aber ich kann meine Stimpaks jetzt nicht verschleudern, Dogmi. Tut mir leid, du hörst dich auch so. So, Josh Soloband. Inventar. Mods, Schrott, diverses. Rein damit. Bin gestern mit Emma zurückgekommen. Alle sind weg. Sieht aus, als wären sie überstürzt aufgebrochen. Gab wohl auch einen wilden Kampf. Überall Leichen von wilden Ghoulen. Emma und ich haben nach irgendeinem Hinweis darauf gesucht, wohin sie gegangen sind. Gefunden haben wir nur Anthony. Muss schlimm gewesen sein. Sonst hätten sie seine Leiche nie dagelassen. Ich habe Emma runter zur Laderampe geschickt. Dort wartet sie auf mich, während ich nach ein paar Dingen schaue. Wir bleiben nicht lang. Möchte nur Anthonys Leiche holen und... Moment. Die wilden Ghule sind wieder da. Verdammte Scheiße! Ah. Und dann ging's mit ihm zu Ende. So, ich habe ja noch ein paar andere Missionen aus Versehen. Das hier zum Beispiel. Aber erstmal kümmern wir uns um Levelaufstiege etc. Vor allen Dingen um Plünderungen. Wir brauchen Munition, Kohle und Waffen. Nuka Cherry. Gerade so. An uns vorbeigesprungen. Oh, ein Fusionskern. Sehr schön. Perfekt für unsere Powerrüstung. Genau sowas hätte ich mal gesucht. Oder suchen wir hier gerade. Pack deinen Arm weg. Popokill. Incorporation with Dogmeat.
Das ist mal hart anal. Aber wir haben den Safe noch nicht gefunden. Geh weg, Mann. Hey. Hey, warte da. Komm schon. Wie geht's dir, Kumpel? Na? Oh, Zuckerbomben auf dem Pott. Baumwollgarn. Babyflaschen, aber kein Erste-Hilfe-Kasten hier drin. Aber eine Zahnbürste. Zigaretten. So. Ja, da haben wir die Gude in den Kühlschrank verfrachtet. Oh, die Büros. Eine Laborstation. Ja, das ist doch mal eine Kaffeemaschine. Warum geht's hier mit? Ein Spüllappen. Und ein Terminal? Was verrät uns das Terminal, ein Feines? Mitarbeiterterminal Sally Espresso. Es ist eine Espresso-Maschine. Gut. Steckt eine Menge Technik drin. Oh nein, da hat jemand den Teddybär eingesperrt. Ah, da ist er safe. Na, fast. Fuck. Yay! Cool. 10 mm Automatikpistole. Wap-Hands. Ja, die ist zwar schneller, aber macht weniger Schaden. Und wir müssen lieber mehr Schaden machen, anstatt hier schnell rumzuballern, weil... Sonst ist die Munition alle. Lieber zweimal in den Kopf schießen, anstatt dreimal. Nein! Dieses wilde und hergefuchtel hier mit der Klammer. So, geht doch. Wie schön. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Hey, Protektoren. Okay. Das wäre die Ecke, dann gehen wir nochmal vorne in den Laden. Ja, die Melonen und Kürbisse halten sich natürlich 100 Jahre. New Coca-Cola. Und Mitarbeiterbereich, da gehen wir als nächstes hin. Hast du hier mal gearbeitet? Jetzt nicht mehr. Fristlos gekündigt, Bitch. Pro-Snap-Kamera. Ins Ohr. Oh, oh, links über mir, links über mir. Na ihr? Oh, voll verliebt. Voll in love. Oh, Erste-Hilfe-Kasten, verschlossener. Kann ja nur was Gutes dann drin sein. Tada. Cool. Jet-O-Medics. Naja.
Buffout, Eichhörnchen am Stiel. Telefonzellen, Aschenbecher. Alles klar, ab in den Mitarbeiterbereich da hinten. Geht doch. Ja. Oh. Legendärer streunender wilder Ghoul, was? Sehr gut, Dogmeat. Das Ghoul-Töter. Es reduziert den durch Ghoul verursachte Schaden um 15. Cool. Oh, es war ein Torso. Schade. Oh. Mutiert er auch noch? Was soll denn sowas? So, jetzt sind wir wieder eindeutig mit zu viel Sachen beladen. Mal ganz kurz einmal durchgucken. Wo ist denn unser Harnisch? Ja, 17. Das behalten wir auf jeden Fall erstmal und lassen uns das an. Achso, und wir wollten... Oh, wir sind... Wir haben Aua. Schrott. Zahnräder sind wichtig zurzeit. Da, wo die coolen Sachen drin sind, die sind auch die schweren. Toll. So, weiter kann's gehen. Patronen, hier haben wir noch ein bisschen aufbereitetes Wasser. Als hier so ein legendäres Monster durch die Gegend klettert, hätte ich jetzt nicht erwartet. Vor allen Dingen, dass es sowas gibt. Kann es davon ja noch viel mehr geben. Das beruhigt mich nicht gerade. Und wenn wir dafür dann immer eine schöne Belohnung bekommen, ist schon okay. Das war jetzt auch gerade viel leichter als... Aber ich habe auch alles reingerotzt, was ich da hatte. So, und wo geht's hier hin? Nach draußen, wie es aussieht. Aber hinten rum, draußen rum, hinten raus. Und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende der heutigen Folge. Wir sind auch wieder ein bisschen drüber die Zeit. Das ist supi. Daher möchte ich mich jetzt auch fröhlich von euch verabschieden und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Runde vom Fallout 4 wieder. Bis dahin alles, alles Gute und danke, dass ihr dabei gewesen seid. Haut rein. Ciao.